Nutze den Patrouillebefehl bei Einheiten, damit sie die Grenzen der Kolonie beschützen. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück in Richtung YouTube zu They Are Billions. Der Stream direkt nach dem gestrigen Stream. Gestern war Sonntag, heute ist Montag, wir streamen gleich wieder. Und, ja, wir haben vier neue Missionen, vier neue Karten, die wir spielen können. Einmal die Villa des Schreckens. Dann der Widerstand, der giftige Sumpf und das Nest der Harpien. Und ich würde einfach sagen, weil ich sehr gespannt drauf bin, was mich erwartet. Ich habe keine Lust auf spuckende Viecher gerade, drum lasse ich das hier mal weg gerade. Wir machen das Nest der Harpien. Ich bin sehr gespannt, was da auf mich zukommt. Schau mal. Dieses bergige Gebiet ist reich an Ressourcen und ideal für eine blühende Kolonie. Den Namen hat die Region, weil sich im Nordwesten eine Gruppe von Harpien angesiedelt hat. Diese tödlichen Infizierten haben sich dort angesiedelt, weil sie sich dort scheinbar ein Friedhof befindet, sofern man den Knochen auf dem Boden Glauben schenkt. Ich frage mich, woher die das wissen, dass da Haufen Knochen sind, wenn da Harpien sind. Das heißt, es dürfte doch auch keinen überleben von den Kundschaften oder so. Die Harpien mögen harmlos wirken, weil sie die meiste Zeit langsam auf dem Boden herumkriechen. Aber sobald sie eine Beute wahrnehmen, fallen sie diese blitzschnell an und ein Entkommen von ihren Klauen ist unmöglich. Errichte eine große Kolonie und vernichte das verfluchte Harpiennest ein für allemal. 1600, kein Problem. Alle Dörfer des Verderbens, vernichte alle Infizierten. Es kommt offensichtlich kein Schwarm, aber wir haben einen Haufen Infizierte. Also, die was halt so mal reinbrechen dann. 77 Tage, okay. Es stehen noch Forschungspunkte aus. Ja, bitte starten. Always follow the train. Okay. Da kann nichts passieren zumindest, weil der Zug über alle Dinge drüber fährt. Oh, sehr düster. Okay, aber ich sehe schon, wir können da unten... können wir gleich... Achso, können wir nicht, weil ich kein Gold habe. Okay. Vergessen wir das. Relativ flink. Ich versuche das gerade abzuschätzen. Wenn ich hier anfange, das zu bauen, habe ich da unten noch ein Ding zu... Ich mache das mal so, dann habe ich noch ein bisschen Platz nach oben. So. Oh. Was? Was? Hallo Ladies. Was? Sie sieht nicht sehr gefährlich aus, aber dieses infizierte Mädchen ist so schnell, dass sie über Mauern springen und einen Soldaten mit ihren scharfen Krallen töten kann. Ja, Harpien sind toll, aber... Was? Oh, endlich hast du ein paar gefunden, die dich mögen. Yay. Hey Ladies, Lust auf ein Date? Was? Ja, zum Glück, wir haben Titan Tech erforscht. Juhu! Was? Was? Oh, es gibt übrigens einen Schwarm. Schön. Ja, es ist ja besser. Toll. Zähl mal nach, wie viele das sind. Ich glaube, das wird schwierig, das nachzuzählen. In 17 Tagen kommt der erste Schwarm. Da kommen definitiv nicht die Harpien, das wäre ein bisschen zu krass. Ich brauche Nahrung im Übrigen. The train has arrived at the station. Das finde ich sehr gut. Ich muss hier runterbauen.
Attention. Building completed. What? Sicher, dass da keine Harpien kommen. Davon hast du ja genug. Ich glaube, das Problem ist, ich bin mir gar nicht sicher, in den Wellen werden 100% Harpien kommen. Da bin ich mir fast sicher. Sie kommen, und zwar alle. Macht mir keine Angst. So, genau aus dem Grund, weil ich das hier unten nämlich reinbauen. Weil ich das hier komplett alles ausschöpfen will, bis zum absoluten Maximum, was nur in irgendeiner Art und Weise geht. Ich hoffe mal, dass hier keine Harpien kommen. So, ich muss mal ein bisschen jetzt schauen, dass wir die Dinger platt kriegen da unten. So. Attention. Building completed. Ja gut, da hinten fährt der Zug auf jeden Fall lang. Hier ist ein Zombie irgendwo. Okay. Ich schicke mal eine hier runter. Einfach, dass ich eine kleine Verteidigung habe. Ich traue denen nämlich nicht. Ich traue denen nur so weit, wie ich sie werfen kann. Und da das nicht sehr weit ist, bin ich vorsichtig. Attention. Building completed. So. Attention. Building completed. Ja, Jeremy, ich habe vergessen, die Ränge einzustellen. Das war einfach zu... Ich hatte leider zu wenig Zeit dafür. Entschuldigung! So. Attention. Building completed. Telpetom ist ein Landlord und 9 Stunden vom Grafenrang entfernt. Sehr schön. So, ich will das hier oben haben. Ich will in das Wasser, ich brauche die Nahrung da oben. So, was machen wir für Soldier Center? 8 Arbeiter. Die kommen hoffentlich jetzt dann so langsam. Okay, wir brauchen Nahrung. Das heißt, ich brauche die Fischhütte jetzt da oben, relativ fix. Blöde Frage. Okay, passt. Ich wollte nur sicher gehen. Dass die da oben nicht durchbrechen können. So. Okay. Ich brauche auf jeden Fall das hier. So, ich mache jetzt ein bisschen auf Flinky Flinky. Ich brauche auf jeden Fall ein Soldier Center, aber ich muss das hier alles... Nein! Ich habe den nicht gesehen. Oh, Gott sei Dank. Die haben das gefixt, nämlich, wenn da noch keine Leute drin sind, dann werden sie nicht infiziert. Schaffen wir das heute noch? Ich glaube nicht. So, 2 Arbeiter. So. Ich brauche schnell Soldaten. So. Leider wohnt da keiner drin. Ich finde das ganz gut, dass da keiner drin wohnt, weil sonst wäre ich jetzt tot. Das ist relativ simpel gesagt. Ich wäre sonst tot. Und ich weiß, ihr wollt mich gerne tot sehen, aber nein. Den Spaß gönne ich euch noch nicht. Das kommt erst später. Achso, es fehlt Dingens hier. Okay. Das macht Sinn. A new task. So.
Ich weiß, die brauchen Nahrung, aber wenn ich genügend Soldaten habe, kann ich hier unten schon ein bisschen was clearen, auf jeden Fall. Ich habe immer noch Angst hier oben. So. Erst wenn du zu deinen Freunden gehst, oder wie? Was meinst du? Was? Ich verstehe den Witz nicht. Glaube ich. So. Es fehlt so viel Nahrung. You again. Okay. Let me put an arrow in this. Reporting for duty. Attention. Building completed. So. Attention. Building completed. Gut, haben wir das. Ich brauche jetzt auf jeden Fall die Schreinerei. Weil ich brauche Nahrung und hier haben wir Grasland. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall... Fumm. So. Ich muss ein bisschen aufpassen hier. Vor allem, es werden die auch bestimmt... Ich muss mal ganz kurz gucken. Was werden die bestimmt auch... Was hier so üblich ist. Waiting on orders. Also es werden hier ganz normal auch Dinger kommen. Also so ganz komische, so Zombies und so. So, okay, da unten haben wir Stein. Das ist sehr gut. You are gonna pay me for this, right? So, die schicken wir da runter. Ich will hier eine Mauer auf jeden Fall schon mal bauen. You again. Straight to the heart. Weil ich will sicherstellen, building completed, dass die nicht so ganz bescheuert hier jetzt durchbrechen. You are gonna pay me for this, right? So. Do you need me? So. Klack, 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 klack. Kleiner. Das kann ich nicht gutheißen, möchte ich betonen. So. Farm. Her damit. So. Aber ich brauche auf jeden Fall Nahrung. Of course. Attention. Building completed. So. Kleiner Fun Fact, ich hoffe übrigens, dass ich die Harpien da oben nicht irgendwie triggere durch die Lautstärke, die ich mache. Das wäre total toll. Wenn ich hier nichts instant triggern würde. Okay, das da unten haben wir, glaube ich, unter Kontrolle. Attention. Building completed. So. Das finde ich sehr gut. Lass mal arriven. So, ich würde gerne wissen, was da unten alles ist. Ich hätte gerne unten alles platt. So. Attention. Building completed. Reporting for duty. All the way. Ready and waiting. So, die schicke ich mal da hoch. Ich weiß nicht, was da oben ist, ehrlich gesagt, aber ich hätte gerne so ein bisschen zumindest. Commander? That will be easy. Gewissheit, was da oben ist. What's up? Any infected around? Are you sure? Oh oh. Attention. Reporting for duty. My bow is ready. Gotcha. Our forces are in danger. Let me put an arrow in his head. Bin ich etwas zu weit vorgeprescht? Oh, here we go again. You again. Okay.
At your service. Oben ist Eisen, sehe ich schon. A new task. So. Great. The train has arrived at the station. Units under attack. Whoa. Be good. Yeah. Gotcha. Yes. Das hat gut funktioniert. Geil. Okay. Right between the eyes. So, schauen wir, ob das hinhaut. So. So, brauchen wir Energie. Ich will einfach das Gebiet hier so schnell wie möglich alles erkunden. Weil ich A wissen will, was da hinten ist. Und B will ich wissen, was da oben ist, weil ich wissen will, ob da von da oben mir Gefahr droht. Oder ob ich da relativ safe expandieren kann, ohne dass ich auf die Schnauze fliege. Das wäre total geil. So. Jetzt für den Arbeiter. Yay. Was für eine Überraschung. So. Wir upgraden auf jeden Fall schon mal die Hütten. Also ein paar zumindest, dass wir ein paar mehr Arbeiter kriegen. Die Ranger machen sich ganz gut. Ich sag dir, es sind Ölquellen hier, aber das ist generell nur irgendwas Generisches. So. Wir haben Tag 8 im Übrigen. Das heißt, Tag 17 kommt die erste Welle. What's up? Ich hätte gerne zumindest grob ein bisschen was geklärt hier. So. Was ist das hier? Oh oh. Okay. Let's go. Okay, machen wir das mal so. So. Da passiert nicht so viel. Okay, das sind wir safe. Da ist kein Zombie mehr hier unten, glaube ich. Okay, das haben wir. Das heißt, wir können hier sauber expandieren, ohne dass wir ein Problem kriegen. Das finde ich ganz gut. So, das heißt, das passt. Dann Village of Doom, das müssen wir platt machen. Reporting for duty, sir. Beziehungsweise es muss so eine kleine Hütte. So, passt auch mal folgendes. Ready and waiting. Order, so. All the way. The train has arrived at the station. Sehr schön, dann kann ich jetzt mal ganz kurz farm. Bauen wir da oben mal eben eine Farm hin. Waiting on orders. Come on. Our defenses are being attacked. All right. So, die Soldaten sind ja, glaube ich, stärker. Das müsste eigentlich gehen ohne Probleme. Oder auch nicht. So. Let's go. Naja, es geht so fast. Ah, ich hab ja... Stimmt, ich hab ja Leichenschmaus. Oh oh. Die schicken wir mal dahin. So. They are trying to break through. For the humans. So. Ups, das wollte ich gar nicht. So, wir machen nämlich deutlich mehr Damage. Our pure enemies. So.
Wir wissen, was da oben ist. The train has arrived at the station. Our soldiers are in trouble. Any orders? Understood. So. Das schaut doch ganz gut aus. Das ist doch bloß eins hier oben, eins und Dingens. So. Sniper Tech. Dann brauchen wir Farms. 60. Es fehlt Geld. So. Dann kann ich hier aber schon mal. Zehn abbauen. Hier gibt es 13. Okay, aber dann fehlt das da unten. Das heißt, wir könnten das hier machen. Klack. Keine Energieversorgung in diesem Gebiet. Das ist ja toll. Das können wir eben mal beheben. Tag 10. So, okay. Do you need me? On your orders. Our forces are in danger. Commander? Great idea, sir. So, komm her. Do you need me? So, ein bisschen hier spielen mit den Gegnern. George! Sehr gut, was haben wir jetzt oben sonst noch? On your orders. Attention. Building completed. Ist hier noch irgendwas anderes? Let's go. Attention. Great idea, building sir. Completed. Attack! Okay, das ist der nächste Map-Einstiegspunkt hier. Building completed. Let's go. Bring them on! Okay. Understood. Alright. Na gut. Here we come. Perfect. So. Dann schicken wir die mal da oben hin zum Verteidigen. Dann brauche ich ganz kurz, was brauche ich? Brauche Energie. Was brauche ich dafür? Arbeiter. Schön. Zum Glück habe ich keine Arbeiter gebaut. Zum Glück habe ich keine Gebäude ausgebildet, weiter ausgebaut. Ich finde das gut. Ach, das war's schon hier oben. Geil, also wir müssen bloß das hier sichern. Of course, my commander. Building completed. Okay, dann schauen wir uns mal jetzt schnell hinkommen. Waiting on orders. So, Stellung halten. What? Genauso wie ihr. Stellung halten. So. Dann bilden wir Sniper aus. Wir brauchen Energie. Jetzt wird's spannend. Wir kriegen hier 4, das heißt, ich krieg hier. Jawohl, das müsste passen für ein Kraftwerk. So. Ich würde gerne hier nämlich eine Mauer bauen, dass die hier schon mal nicht mehr durchkommen dann und hier. Und ich hoffe sehr. Ach so, wenn ich jetzt hoffe, dass die von Osten kommen, wird's lustig, weil ich weiß nicht, wie viele es dann sind. Sniper is ready. Das ist mein Problem, weil wir haben zumindest ein paar Truppen. Also je nachdem, von wo die dann kommen, ich würde sie gerne ein Stück weit aufhalten zumindest. So. Wann kommt der blöde Zug? Blöde Zug. Pass auf, wenn wir stoppen. Toll, jetzt kommt der Zug, ist klar. So. So. Ausgerechnet jetzt kommt der Zug. Okay, das müsste da unten passen. Die müssten das auf jeden Fall halten können. Ich bin viel zu langsam. Ich bin viel zu langsam. Ich bin viel zu langsam. Das meine ich vollkommen ernst. Ich bin wirklich viel zu langsam. So. Ach so, ja, das geht eh nicht. Building completed.
So. Building completed. Attention. Building so, okay. They are attacking the colony defenses. Solange sie nicht durchbrechen, ist es mir egal, wenn ich ehrlich bin. So. Attention. Building completed. Upgraden. Wir haben 37 Energie, also müssen wir wieder einiges an Arbeit dann kriegen. Zum Glück kommt der Zug jetzt. Zack. Dankeschön. So, 34 Arbeit. Jetzt muss ich kurz überlegen, was brauche ich? Erstmal das hier. Ich muss das schnell hochbauen. So, ich muss das schnell hochbauen. Ich muss hier eine Verteidigung bauen. Und hier. Weil dann kann ich das sichern, dann bin ich schon mal relativ safe. Dann brauche ich, Energie brauche ich momentan nicht. Was brauche ich jetzt eigentlich? Ich bin überfordert. Ich brauche Arbeiter. Das ist schon mal sicher. Aber ich brauche auch Tech. Ich brauche den ich brauche die Balliste eigentlich. Ballista-Tech, da oben doppelte Mauern, eine Ballista und schon mal ist gut. Dann sind wir schon mal relativ safe. Attention. Building completed. Okay, hier unten, dann da oben einer hin, dann haben wir das hier. Okay, so. You are gonna pay me for this, right? Yeah. Gut, die stehen schon relativ weit oben, das passt. 3 Tage noch. Wenn die von Osten kommen, hoffe ich, dass ich bis dahin fertig bin. Dass ich auch den Ballista-Tech bis dahin habe, das wäre cool. Attention. Building completed. So, Ballista-Tech. Klack. Building completed. So. Wir brauchen gerade jede Menge Gold. The train has arrived at the station. Dankeschön. Manchmal mag mich das Spiel dann doch. So, danke. Is everything okay? Understood. Okay. Was mir gerade einfällt, hier sind die blöden Gleise. Das geht gar nicht so einfach, wie ich mir das gedacht habe. Attention. Building completed. Ich erkenne meinen Denkfehler gerade. Attention. Building completed. So, ich hätte gern... Achso, ich kann die unten, das hier übrigens, kann ich wieder aktivieren. So. Dann gibt's ein bisschen mehr Holz oben drauf. Attention. Technology research finished. Sehr gut. Also, wenn die jetzt von Dingens kommen, muss ich einfach doppelte Mauern bauen und gut ist. Das sollte dann relativ gut sein. Mir geht es bloß darum, dass das hier gesichert ist, dass sie hier nicht aus Versehen hier reinbrechen. Weil da habe ich relativ wenig Lust drauf, wenn ich ehrlich bin. Das ist nämlich nicht ganz so geil. Gott sei Dank gibt es wenigstens ein paar Materialien. Nein! Ich wollte die gerade markieren und wollte hier wegschicken. Das hat ja gut geklappt. So. Das hier unten ist ein Riesenspaß mit diesem blöden Zug. Na komm. Ah, hier unten kann man eh nicht bauen. Okay, das passt. Sehr schön.
So. Die erste Welle ist hoffentlich nicht so krass, das heißt, das sollten wir eigentlich relativ gut trotzdem überleben dann. So, hier fehlt noch eine Mauer. Hallo Zombie-Schlachter! Hallo Lazy Frosh! So. The train has arrived at the station. Zum Glück. So, dann haben wir das hier. Jetzt muss ich hier noch irgendwas machen. Das ist gar nicht so einfach hier unten. So. Ich will wenigstens ein paar Dinger hier unten haben, dass die nicht komplett gleich durchbrechen. Das wäre total toll. Dass wir richtig dufte von dem Spiel. Weil es ist echt bescheuert hier mit dem Gate. So. So. Darf ich jede Menge Gold haben? Können wir gleich den Marktplatz erforschen. Dann können wir den noch bauen. Und passt auf, weil wir Gold haben, bilden wir gleich Sniper aus. Wir haben gerade so viel Gold übrig, hätten wir Sniper ausbilden sollen die ganze Zeit. So, long time no see. Stimmt, war ja erst gestern. Dozens of infected are near the colony. They are approaching from the north. Vom Norden? Vom Norden?